Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Bus-Simulator 2021. Am Ende des Videos verlinke ich euch die Playlist, die sollte aber auch oben in der Infokarte sein, wenn alles gut läuft. Wir sind hier am Terminal der letzten, also Transit-Terminal der letzten hinzugefügten Haltestelle aus dem Game. Und ich würde sagen, wir gehen einmal Richtung Hauptstraße, denn wir müssen einen neuen Bus holen. Ich bin dafür, dass wir uns neuen kaufen, weil wir immer mehr Strecken bekommen. Denn wir müssen den Highlander Park noch auf Stufe 2 upgraden. Das heißt, wir müssen noch ein paar Haltestellen anfahren, dass das Ganze auch hier sauber funktioniert. So, ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf unseren Kontostand. Der sagt, 198.000 ist nicht so viel. Das ist wirklich nicht viel. Ist aber auch nicht so tragisch. Deswegen reisen wir einmal ganz kurz zum Dealership. Dort bekommen wir nämlich einen neuen Bus, können ihn Probe fahren etc. pp. So, und für 100.000 kriegen wir wirklich nicht viel. Wir könnten, ja, den Setra, den haben wir ja schon, den Citaro haben wir ebenfalls schon und den Lion City haben wir auch. Dann bleibt als nächstes für 150.000 der Citaro. Nicht der K, sondern der normale. Oder der S417 UL-Bus von Setra müsste das sein, glaube ich. Bin ich da falsch? Ist das der Setra? Moment. Ich gehe mal kurz auf Setra oben. Setra, genau. Die Business Line so gesehen. Hat ein paar mehr Sitzplätze, hat ein paar weniger Stehplätze dafür. Und hat dafür ein bisschen mehr Leistung. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal an, oder? Ah, Moment, wir können noch die, ach ne, die Sortierrichtung ist das nur. Alles gut. So, Testfahrt, los geht's. Mach die Klappe auf und zeig uns unser neues Büsslein einmal. Oh, der sieht gut aus. Die Farbe ist mega geil. Die Farbe gefällt mir, finde ich gut. Oh, ach, das ist die Infokarte von hinten. Cool. Mach mal auf hier. Ein Businessbus. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viele Sitzplätze hat der? Aber der Rest, ja doch, man kann hier stehen und... Und man hat Gepäckfächer oben. Das finde ich nice. So. Mal kurz drüber schauen, ob er uns auch optisch gefällt. Hier kriegen wir nochmal alles angezeigt. Den Geschwindigkeitsregler mache ich eigentlich immer an. Ist das Fenster unten, oder? Das Fenster ist doch nicht unten, oder bin ich jetzt... Ich bin todesverwirrt über die Fenster gerade. Egal. Ach, der gefällt uns, oder? Oben die... Ich denke, es ist die Klimaautomatik oder die Kühlung. Doch, der gefällt mir. Also meiner Meinung nach können wir den nehmen. So, wir fahren ihn ganz kurz einmal auf dem Hof entlang. Wie er sich so verhält. Seinen Wendekreis so macht. Oder verhält sich eigentlich ganz gut. Ja, den nehmen wir. Der fährt sich gut. Der ist optimal für diese Tour jetzt geeignet. So. Möchte ich kaufen. Leck mich, der Tesch. Jedes Mal, wenn wir irgendwo einen Bus kaufen, Leute, hau ich mir den Bus direkt kaputt. So. Wir müssen noch Highlander Park verbessern. Das ist gut. Der Highlander Park wird aktuell gefahren ganztägig.
Wir fahren aber nur abends, würde ich mal sagen. Einfach mal gucken, ob es gut funktioniert oder nicht. Das ist immer so, wie heißt es, ein großes Fragezeichen. Man weiß es eigentlich nicht. Moment, kann ich jetzt auf jetzt fahren drücken und dann den Setra Business auswählen? Ja, tatsächlich, cool, das geht. Und dann kriege ich direkt die Route angezeigt. Optimal. Sehr gut. Ich begrüße übrigens jeden Einzelnen, der neu dabei ist. Hi erstmal. Mein Name ist Herbert und ich mache seit Ewigkeiten Let's Plays. Ja, war eine gewisse Zeit inaktiv für die Leute, die mich nicht kennen. Und das hat diesem Kanal auch nicht gut getan. Aber ich habe immer noch sehr, sehr viel Spaß am Spiel spielen, am Spiele zeigen. Und deswegen werde ich auch nie von der Bildfläche verschwinden. So, das war ein kurzer Einblick. Des Weiteren habe ich mich vor kurzem, haltet euch fest, dafür entschieden, zur Arbeit ein elektronisches Mobil zu nutzen, ab sofort. Also nicht ab sofort, ich muss noch auf mein Kennzeichen warten. Dazu gibt es dann auch später ein kleines Video, denn ich werde jetzt ökologischer zur Arbeit kommen. Mit einem E-Roller. Ich war lange Zeit nicht wirklich begeistert über das Thema Elektromobilität. Das liegt aber auch daran, dass ich mich dafür definitiv überhaupt gar nicht interessiert habe bis jetzt. Und das lag auch mit darunter. Wir fahren einen Mustang und sind nicht wirklich CO2-sparsam unterwegs. Ne? Das muss man auch mal festlegen. Und deswegen habe ich da schon gesagt, irgendwas muss man ja mal machen, dass man in der Hinsicht nicht so schlecht dasteht. Ne? Man steht trotzdem schlecht da, natürlich. Aber ich habe mir gedacht, so ein E-Roller ist cool. Dann habe ich mir zwischendurch die E-Roller, die in der Stadt Aachen zur Verfügung stehen, gemietet. Das ist einmal von Vio, glaube ich, einmal von Lime und einmal von... Ah, wie heißen die anderen denn jetzt? Moment, ich habe die App noch drauf. Auch wenn ich es jetzt eigentlich gar nicht mehr brauche, die App, ich habe sie noch drauf. Einmal Vio, einmal Tier, genau, und einmal Lime. So hießen die Hersteller hier in Aachen, heißen die Hersteller. Und die habe ich mir dann mal ausgeliehen, um einfach mal ein bisschen Probe zu fahren. Und ich muss sagen, cool. Dann habe ich mir zwischendurch einen Tagespass geholt. Ist natürlich kein Monatspass. Aber es war schon cool. Huch. Was ist jetzt passiert? Der Bus fährt nicht ab, solange sie die Tür blockieren. Wie viel Geld gibt es denn gerade? Ich habe da noch gar nichts gemacht. Ich liebe einfach jede Sekunde. Ja, ist ja auch... Alles gut. Muss das denn sein? Fahrkarte? Oh, tut mir leid. Ich muss verloren. Fahrkarte. Klar. Fahrkarte. Ja. Klar. Sehr schön. Freut mich. Oh, die Sounds sind gut vom Setra. Die gefallen mir. Puh. Das war knapp. Ja, auf jeden Fall habe ich die ausprobiert und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ah! Leck mich am Arsch. 20.000 Euro Versicherungssumme, Leute. Überfahrt in dem Spiel niemanden. Überfahrt im Leben niemanden. Sorry, falls ich das falsch betont habe. Hier kommen wir noch locker rüber. 20. Oh, tut das weh. Das ist ein ganzer Monatsverdienst hier im Game. Miese. Aber egal, ist okay. Kann man nichts machen. Falls jemand übrigens weiß, wie man einen Fehler beheben kann, und zwar... wurde mir im letzten Video die Frage gestellt, ihm ist
die ganze Zeit seinen Spielstand am Abstürzen. Nach 3 Stunden Spielzeit zum Beispiel lädt dann neu und der Spielstand ist einfach nicht verfügbar mit einer Fehlermeldung. Vielleicht habt ihr da einen Tipp oder einen kleinen Rat, da freut derjenige sich. Der Highlander Park gehört übrigens zu meiner Lieblingsstrecke aktuell. Einfach aus dem Grund, weil er auf der linken Seite einfach sehr, sehr viel Natur bietet. Ja, das sehe ich auch so. Deshalb habe ich mir einen neuen gekauft. Wir wollen ja unser Netz verbessern. Ja, natürlich, gerne. Was darf es sein? Eine normale, bitteschön. Und das checke ich gleich, keine Angst. Danke. Nach solchen Sprüchen komme ich doch gerne nach hinten und check die Fahrkarten, bitte. Oh, Augenblick. Ich glaube, die hat ja gerade eine gekauft, ne? Ja, die brauchen wir nicht zu kontrollieren. Der Rest ist gar nicht mehr drin. Sehr gut. Als ich jünger war, bin ich oft zum Planetarium gelaufen. Okay. Und jetzt? Jetzt machst du es nicht mehr. Gott, war das eng. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Nein. Ich will dieses Foto der Katze nicht sehen. Hatten sie immer so? Ja. Hi. Steig vorne aus, dann kommst du gut eine raus. Fahrkarte, bitte. Hi, grüß dich. Hey. Ja, gerne. Bitte sehr. Ah, Entschuldigung. Du bist ja kein Senior, du bist ein Student. Ist so ähnlich. Danke. Bitte sehr. Sonst keiner? Okay. Anschnallen, festhalten, alles. Ich habe eine Zeit lang bei Samsoft gearbeitet. Hier müssen wir mal gucken, dass wir die Route ein bisschen effektiver gestalten. Lasst euch Zeit. Beim nächsten Mal nimmt er einfach den Bus. Ich fahre hier eh einmal im Kreis. Das wäre nice. Das reimt sich auch noch. Sehr schön. Mein Gott. Zack. Naja, schlecht würde ich nicht sagen. Man hätte näher parken können, aber schlecht ist definitiv etwas anderes, liebes Spiel, ne? Du Lümmel. Da will uns das Spiel doch schlecht dastehen lassen. Ekelhaft. Und was ich natürlich geil finde... Oh, ich hab geträumt. Ich muss doch raus. Kein Problem. Sehr schön. Schönen Tag noch. Bis dann. Wie ist das eigentlich in den USA geregelt? Darf man da Fahrgäste rauslassen? Das würde mich jetzt schon interessieren. Weil hier ist es ja in dem Game zumindest erlaubt. Weil in Deutschland, ich kenne das nur von aus Aachen, die ASIAC, die tötet dich. Wenn du als Busfahrer jemanden nochmal... Wenn man zu nah ist, dann halten die Bushaltestellen einen auf. Ekelhaft hier. Frechheit. Eine Fahrkarte, bitte. Okay. Das ist jetzt gut. Ja, egal. Eine normale Fahrkarte. Der Bus ist tierisch groß. Also mindestens 8,5 mittelgroße Alligatoren groß. Ja, bitte was? Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. 8, irgendwas Alligatoren. Okay, gut. Danke. Bitte sehr. Kein Ding. Schönen Tag noch. Einfache Fahrt, bitte. Ah, oh. Entschuldigung. Natürlich. Bitte sehr. Beim nächsten Mal bringen Sie was Passenderes mit. Das wäre super. Schönen Tag noch.
So, wir müssen ein Minütchen warten, sonst sind wir nämlich viel zu früh. Und wenn wir viel zu früh sind, haben wir danach am Ende viel zu viel Zeit nach oben. Wir können in der Zeit nochmal die Fahrkarten kontrollieren. Ihr Ticket bitte. Na klar, hier bitte. Hier. Oh, tut mir leid. Ich muss sie verloren haben. Du musst doch hier irgendwo sein. Moment. Schön im neuen Bus. Mitfahren wollen. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Aber kein Ticket haben. Am liebsten würde ich die Leute rausschmeißen. Da machen wir nicht. Oh, ich habe den Bus wirklich nicht abgesenkt. Ich dachte... Na, da leck mich doch am Arsch. Ich könnte schwören, dass ich den Bus abgesenkt habe. Ich liebe die Aussicht von der Harbinger Bridge aus. Wir leben in einer sehr schönen Stadt. Ja, das stimmt. Also, die Stadt selbst ist wirklich auch gelungen. Gelungen designt. Ja, die Bordsteine und ich, die sind Handshake und so. Spring of Affection. Hi, grüß dich. Schönen Tag noch. Was man nicht alles tut für diese Leute hier, damit die überall schön mit ihrem Bus hinkommen können. Ohne die ganze Paukerei hätte ich die Prüfung nie geschafft. Ja, dafür ist das Pauken doch da. Mann, ich sag's euch. Die Haltestelle sind wir doch eben schon mal angefahren, oder? Haben wir doppelte Haltestellen aus Versehen? Oder ist das wieder eine andere Haltestelle? Na, wer weiß. Wer weiß das gerade schon? Jetzt bin ich total überfragt. Hi. Guten Tag. Diese Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Das ist sehr gut, das machen wir. Und somit sind wir bald bestimmt Stufe 2. Tickets für das nächste Spiel unseres Teams bekommen, bevor hier haben sie wir noch ausverkauft sind. Ja, noch nicht ganz. Wir müssen gleich gucken, dass wir überall gut noch anhalten, damit wir auch alle Haltestellen abfahren. Ne? Jetzt, wo es das öffentliche Verkehrsnetz gibt, weiß ich. Ist doch super, oder? Seitdem es das öffentliche Verkehrsnetz gibt, muss man gar nicht mehr so viel laufen. Hey, Schätzchen, hast du die Windeln gekauft, um die ich dich gebeten habe? Und die Zahnbürste? Du Nein. hast die Taschentücher nicht vergessen, oder? Hast du deine Mutter angerufen? Sie hat mir geschrieben, dass du sie zurückrufen sollst. Ja. Nein, sie hat gestern geschrieben. Heiz den Ofen auf 150 Grad vor, okay? Ich bin bald zu Hause. Ja, tschüss. Cool. Das ist ein geiles Gespräch, das gefällt mir. Oh, war ja. Ja, alles gut. Viel Arbeit in dieses öffentliche Verkehrsnetz. Ja, jetzt geht's. Nein, ich steck die Arbeit rein. Hört auf, Mira, alles Lob zu geben, was geht. Nein, böse. Ich bin schon wieder... Nein! Hör auf zu laufen. So. Das ist schon gut, ne? 95% der Route erfüllt. Also Effizienz ist schon nicht schlecht. Ist eigentlich eine ganz angenehme Effizienz. Jetzt müssen wir die Route, glaube ich, nochmal fahren. Ja, weil manche Haltestellen sind noch nicht ausbaufähig. Damit wir Stufe 2 im Highlander Park erreichen, können wir hier schon was ändern. Weil hier fährt ja unsere KI fleißig hin und her. Nein, noch nicht, aber demnächst. West Oakwood ist, glaube ich, schon... Ja, genau, West Oakwood hatten wir im letzten Part auf Stufe 2 geupgradet.
Gut, dann fahren wir noch eine Runde, würde ich sagen. Aber vielleicht fahren wir abends. Meine Abendtour. Finde ich gar nicht verkehrt. Oh, es regnet. Das ist nicht so schön. Oh, es regnet gar nicht mehr. Hat sich erledigt. Auf geht's. Ja, ich fahre jetzt flott, ausnahmsweise. Weil ich war hier auf der Gegenfahrbahn, habe ich gemerkt. Wow! Welches Hindernis? Scheiße. Das Auto. Miese. So, wir sind was spät. Aber was soll's. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, sehr gerne. Was darf sein? Eine normale Fahrkarte? Bitteschön. Danke. Schönen Tag noch. Ich brauche eine Fahrkarte. Sehr gerne. Bitte sehr. Passend. Na, passend freut mich. Passend finde ich immer gut. Wenn ich heute Abend im Lotto gewinne, kaufe ich mir eine wunderschöne Villa in Lakeside View. Okay, läuft bei dir. Nicht schlecht. Wenn ich im Lotto gewinne, dann kaufe ich ein wunderschönes Häuschen, ein schönes Auto. Wobei, ich habe eigentlich ein schönes Auto. Also wir. Nini sagt immer, das ist unser Auto. Und ich sage immer einfach ich, aber damit meine ich wir, aber ne Schatz, falls du es hörst oder dir anguckst, weißt du Bescheid, ist unser Auto. Blinker habe ich vergessen, ja gut, stimmt. Entschuldigung. Liebes System. Einfache Fahrt, bitte. Ja, es stimmt. Ein Seniorenticket, eine einfache Fahrt. Bitte sehr. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Schönen Tag noch. Ich müsste mal wohin. Die kommt schon noch, Junge. Immer mit der Ruhe. Und da fährt er einfach. Habe ich Licht an? Ja, habe ich. Das wirkt so dunkel. Habe ich den Ofen ausgemacht? Bestimmt hast du den Ofen ausgemacht, mein Freund. Sehr pünktlich, danke. Bitte gerne. Ich brauche eine Fahrkarte. Was ja, gerne. Oh, ich bin völlig durch. Bitteschön. Danke. Schönen Tag noch. Nur hin, bitte. Ach, natürlich. Ich bin sehr aufgewachsen, aber ich habe hart gearbeitet und kann mir jetzt ein Haus in Millbrook leisten. Früher hieß es noch schaffe Häusle baue. Heutzutage heißt es schaffe weiterschaffen und sich nicht mal das Grundstück leisten können. Das ist ein großer Unterschied, Leute. Zu damals und zu heute, ne? Ist schon heftig. Bitteschön, kein Problem. Anstatt dass die Leute sich mal ehrenhaft bedanken oder so, laufen sie einfach raus, als ob selbstverständlich wäre, dass ich denen gerade die Tür geöffnet habe. Bah!
Ich schätze Ihre Pünktlichkeit. So bin ich. Überpünktlich, zuvorkommend und nichts ahnend. Ich glaube, die Tür schließt nicht, solange Sie da stehen. Warum wollen die Leute immer gleich in den Bus steigen? Warum lassen Sie uns nicht vorher raus? Sagt derjenige, der da rumsteht. So, ja, einmal die Fahrkarten, bitte. Augenblick. Da. Hier, bitte. Gestern hatte ich eine. Da haben Sie nicht kontrolliert. Achso, gestern. Geilster Satz ever. Gestern hatte ich eine, aber da haben sie nicht kontrolliert. Tut mir das leid. Ja, hier sieht man sehr viele Busse, weil sie sich hier auch schneiden zwischendurch. Boah, das hat sich gelohnt gerade. Demnächst machen wir nur vorne die Türen auf. Dann können die Leute eigentlich ohne Ticket fast gar nicht einsteigen, denke ich zumindest. Highlander Park Church. Danach bekommen wir den Zahltag und danach bin ich gespannt, ob wir eine Haltestelle nochmal aufrüsten können oder nicht. Ich meine, Zahltage sind sehr wichtig, definitiv. Ohne Moos nichts los. In Realität wie im Spiel. Ist nun mal so. Kann man nichts dran ändern. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Bitte gerne. Oh, Zahltag. Das ist nicht so optimal. Wir müssen gucken, dass wir die Routen besser ausbalancieren. Leider. Gut, wir steigen mal kurz aus, übergeben den Bus. So, und dann gucken wir mal ganz kurz. Das Problem ist, dass unsere Routen einfach nicht ausbalanciert sind. Wie man hier sieht, Routenbalance ist für die Katz, ne? Das sieht man eindeutig. Da müssten wir jetzt sagen, dass wir noch bestimmt 4 weitere Haltestellen hinzufügen müssen, dass die ausbalancierter ist, zum Beispiel danach noch hier drüber fahren. Dann ist das Ganze schon mal deutlich balancierter. Wir könnten auch die Route und die Route noch mitnehmen. Somit ist die Routennachfrage komplett ausbalanciert. Und das sieht gut aus, glaube ich. Ja, das werden wir mal so übernehmen. Nein, wir werden den Bus nicht zuweisen. Der müsste ja eigentlich auch automatisch zugewiesen sein. Ah, ne. Gut. Dann gucken wir einmal hier nach. Hier sind wir eher im balanciert Richtung dem hellblauen Teil. Das ist das hier. Und da brauchen wir einfach noch 2 dunkle. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo die Endhaltestelle ist. Hier ist die Anfanghaltestelle, hier ist das Ende. Und dann fährt man hier rum. Und dann nehmen wir noch... Dann fährt hier so. Genau. Nimmt die noch mit. Die noch mit. Und schon ist man ausbalanciert. Wir müssen natürlich gucken, dass es ausbalanciert ist, Leute. Damit wir wirklich fachgerecht auch unser Geld verdienen. So. Dann haben wir hier die Route, die gar nicht so schlecht ist, aber leider nicht ganz ausbalanciert. Ist aber auch kein Problem. Sie fährt hier weiter und wir brauchen eigentlich nur ein grünes, ein hellblaues und das ist hier in Oakwood.
übernehmen. Zack. Und die letzte aktuelle Route ist auch gar nicht so tragisch. Nehmen wir hier vorne noch die zwei mit. Nein, eben nicht. Entschuldigung, falsch rum. Wir fahren hier rüber, hier rüber, hier rüber. Achso, jetzt ist richtig, oder was? Auch wenn ich den wegmache? Nein, ich wollte gerade sagen. So, genau. Zack, zack, zack und sind genau im Highlander Park mit drinne. So. Jetzt müssen wir mal nachschauen, ob wir hier noch eine Haltestelle verbessern können. Können wir uns gut somit gemacht. Haben wir es geschafft. Das wird uns nice. Bei unserem weiteren Ausbau sehr nützen. Das ist Josh Graham, der Branchensprecher und ein absoluter Outdoor-Enthusiast. Oh, und er zeigt auch sehr viel Enthusiasmus für einen Ausbau deines Busunternehmens in Angel Shores. Ich habe ein schönes Wandergebiet auf Gold Island gefunden und dachte, dass es toll wäre, wenn auch andere in den Genuss dieser Gegend kämen. Und okay. Damit es ein schönes Wandergebiet bleibt, hatte ich die Idee, dort Erdgasbusse einzusetzen. Die sind umweltfreundlicher. Klingt gut. Finde ich gut. Finde ich eigentlich sogar sehr gut. Zack. Haben wir bestanden. Bam. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann geht's weiter. Und nun sollen wir Gold Island und Gold Island Touristenzentrum verbinden. Jetzt müssen wir selber... Ah, hier unten. Hier ist das Gold Island. Touristenzentrum. Gut. 15 Fahrgäste nach da fahren. Und wir müssen einen Bus mit Erdgasbetrieb kaufen. Was erstmal gar nicht so schlimm ist. Müssen wir mal gucken. Im Hauptmenü kann man neue Busse kaufen. Das ist kein Problem. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.